wurde erfüllt. Obwohl Spartan Davis das Gerät deaktivieren konnte, war Dreyfus 5 nie wieder derselbe sichere Planet wie zuvor. Spartan Palmer kämpfte plötzlich nicht mehr nur gegen Allianzhorden. Sie musste eine Evakuierung leiten. Da während des ersten Angriffs so viele UNSC-Schiffe zerstört wurden, musste sie einen anderen Weg finden, den Planeten zu evakuieren.